Herzlich willkommen zum Eco Africa Summit 2014 und herzlich willkommen bei FanTV. Zum dritten Mal findet das Eco Africa Summit hier im Rahmen der Grünen Woche in Berlin statt. Diesmal unter dem Motto Innovation in the Field. Über 300 geladene Gäste folgten der Einladung zum dritten Afrika-Gipfel. In diesem Jahr liegt der Fokus auf Innovationen und der Frage, wie kann die Produktivität der afrikanischen Landwirte gesteigert werden? Welche Rolle können dabei der Einsatz von Technologie und Wissenschaft spielen? Wenn man darüber nachdenkt, was die Landwirtschaft wirklich nach vorne gebracht hat in Europa oder auch in Amerika, dann waren das zwei Dinge: der Kunstdünger und die Mechanisierung. Und das ist das, was Afrika auch braucht in Zukunft. Wir AGCO und unsere Mechanisation ist absolut nachgefragt in Afrika. In Afrika sind weniger und weniger und weniger Bauern und mehr und mehr und mehr Bürger. Und wenn die Bauern in die Stadt ziehen, sind weniger Bauern, die die gesamte Bevölkerung in Afrika, die zunehmende Bevölkerung, ernähren müssen. Und dafür ist Mechanisation unumgänglich. Wir sind absolut dort gebraucht. Aus diesem Grund engagiert sich ECHO sowohl auf politischer Ebene als auch praktisch. In Sambia sind bereits eine ECHO Future Farm und ein Trainingszentrum in Betrieb. Hier wurde im vergangenen Jahr die erste Mais- und Sojabohnenernte eingefahren. Eine Inspiration auch für andere Unternehmen. Da muss man sich die einzelnen Länder natürlich sehr anschauen. Bayer ist ein konservatives, vorsichtig investierendes Unternehmen. Es sind ca. 54 Staaten in Afrika. Nicht jedes ist gleich stabil, nicht jedes hat die gleiche Infrastruktur und so weiter und so fort. Also wir sind in einem Untersuchungsprozess derzeit, aber wir wollen dort investieren. Das steht eigentlich schon fest. Aber wir sollten, sagen wir mal, demütig nach Afrika gehen. Wir müssen lernen, wir müssen verstehen. Und es ist ganz wichtig, vor allem zu erkennen, was sind denn die Bedürfnisse der Menschen, der Organisationen, der Politik, der Unternehmen vor Ort. Wenn wir meinen, wir gehen hin und wissen sowieso alles, dann werden wir scheitern. Also mit anderen Worten, die Potenziale sind da. Wie man sie dann im Einzelnen hebt, das, glaube ich, ist auch von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich, weil auch die Entwicklungsstände mittlerweile extrem unterschiedlich sind. 15% der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche liegt in Afrika, wovon bisher mehr als 80% ungenutzt sind. Der Schlüssel zur agrarwirtschaftlichen Revolution liegt in der Ausbildung von jungen Menschen, der Intensivierung und der Mechanisierung. Menschen zusammenzubringen, um Erfahrungen, gute Erfahrungen, die gemacht werden, auszutauschen, aber auch zu qualifizieren. Das ist unser Auftrag und wir brauchen die Wirtschaft dafür, um Technologie zur Verfügung zu stellen, zu investieren. Und ich glaube, dass diese Kombination auf der einen Seite Qualifikation, auf der anderen Seite Technologie der Schlüssel sind. Wenn das ökonomisch sich alles rechnen soll, und das ist ja die Voraussetzung, wir wollen ja keine Dauersubventionen, dann muss auch Handel stattfinden. Dann muss nicht nur lokaler, sondern auch weltweiter Handel stattfinden. Auch diesen Rahmen zu bieten, das ist etwas, wo wir Afrika unterstützen wollen und unterstützen müssen. Und zwar zum Nutzen nicht nur Afrikas, sondern auch Europas. Wir haben ein Interesse, dass es in Afrika aufwärts geht. The majority of farmers right now in Africa are women, but in talking about transforming the agricultural sector, we feel that there needs to be more focus on how to make the sector attractive to young people. Because, you know, I don't know if you really, if you know the image of African agriculture, it's not attractive to young people that want a decent life. And for them, they view farming as something that is a struggle, and that the fact that farmers are some of the poorest people in Africa, and also some of the people suffering the highest levels of malnutrition and food insecurity, for young people, it's not attractive to pursue agriculture because they don't see any future and any potential in it. And so we want to be able to promote it as a business and to really then get the private sector and donor governments to now look at really transforming the image of agriculture by providing funding to young people to really do it as a business, and then to connect these young people to the markets so that they can build competitive agricultural businesses. Afrika hat das Potenzial, die Welt zu ernähren. Darin sind sich die Teilnehmer des dritten Eco Africa Summit einig. Jetzt sind Investitionen und Innovationen nötig, um das Wachstum auch voranzutreiben. Das Interesse ist ganz hoch, ganz groß, es bildet sich Vertrauen. Die Politiker kennen uns mittlerweile und wir können wahrscheinlich die ganzen Anfragen gar nicht alle bedienen. So viel Kapital können wir da gar nicht reinpumpen, aber ich glaube, dass das ein ganz interessantes Wachstumsprojekt ist für die Zukunft.